Was sind die zwei schönen Fremdwörter Typagen und Bonifikateure? Hat nichts mit Boni zu tun. Einfach erklärt. Typagen bzw. Bonifikateure werden verwendet, um unterschiedlichste Produkte, die auf dieser Welt produziert wird, abzurunden im Nachhinein, beziehungsweise immer eine Signatur zu geben, damit diese Produkte immer wieder leicht erkennbar sind. Typagen werden überall verwendet. Typagen können für Obstbrände verwendet werden. Typagen können für Wodkas verwendet werden. Aber Bonifikateure dürfen nur im Cognac verwendet werden. Das sind spezielle Bonifikateure bzw. spezielle Zugaben, die den Cognac immer gleich machen. Die werden teilweise sogar in Tresors aufbewahrt, weil sie eben wie Gold sind und diese Produkte eben wirklich unter Anführungszeichen goldig machen. Und was sind eigentlich Bonifikateure? Eigentlich Additive, wenn man so will, die ein Produkt gleichbleibend machen, die ein Produkt aromatischer machen. Die Inhaltsstoffe von Bonifikateuren können sein Holzauszüge, können sein Auszüge von Nüssen, können sein Dörrfrüchte, was auch immer. Es geht darum, um ein Produkt immer gleich zu produzieren und für den Menschen immer gleich erkennbar zu machen. Als armes Göl servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.